würde ich als Ermittler teilnehmen. Mir ist das völlig egal. Ich habe sowieso immer irgendwelche abstrusen Kombinationen, die sonst keiner kennt. Weil keiner drauf kommt, dass ich irgendwelche Brücken bilde, wo eigentlich keine sind. Ja, Scorpi, dann machst du Geheimdienstchef. Dann rate ich Scorpi. Und das andere Team muss dann entscheiden, wer wie wo was macht. Und wer später mitspielen möchte, hat oben angepinnt den Raumcode. Das ist die Frage, Fasania, möchtest du raten oder soll ich raten? Das ist an sich egal, Flasania. Man muss nicht zwingend im Voice mit dabei sein. Es ist spannender für die Zuseher, ja, aber es ist nicht zwingend notwendig. Deine Stimme hat auch keinen Bock, meine hatte auch keinen Bock. Ja. Das ist richtig. Ich musste dann erstmal im Regen etwas meiner Minze ernten. Naja, mehrere Ermittler ist ja nicht schlimm. Bei mehreren Ermittlern spricht man sich einfach nur ab, was man einfach nimmt. Genau. Und im Zweifel muss man halt im Chat miteinander sprechen. Oder ihr könnt auch auf dem Discord in einem Channel sprechen. Also schreiben, meine ich. Was geht jetzt mit dir ab? Josie ist mitteilungsbedürftig. So, Flasania hat sich durchgerungen. Noch ein Leckerchen für die kleine Maus und dann kann es losgehen. Neue Partie. Scorpi, es ist ein wirklich schöner Name in Codenames. Ja. Muss man sagen. Das finde ich auch, Scorpi, nicht Scorpion. Was haben wir denn Schönes? Frankreich. Was? Hahn, Birne, Schule, Wurzel, Wirtschaft. Besen, Aida, Roman, Haupt, Negativ, Großvater, Muschel, Schweif, Weide, Maler, Python, Sack, Lappen, Libelle, Galgen, Pirat, Mittel oder Millionär. Und Millionär. Och nee. Du schaffst das, Lasagne, auch wenn du jetzt als erstes dran bist. Ach, kann nur schief gehen. Alles gut. Korrekt. Wieder eine bunte Mischung an Wörtern drin. Ja, es sind vor allem sehr, sehr viele, wo du doppeldeutig hinkommst. Mhm. Aber es liegt ja nicht in unserer Hand großartig, was jetzt abgeht. Wir müssen nur denken. Baumwiese. Was ist eine Baumwiese für ein Wort? Ich weiß es nicht. Baumwiese. Das gibt's tatsächlich im Wiktionary. Lass mich raten, das sind Bäume auf Wiesen. Eine mit Obstbäumen besondere Wiese. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
ich bin erstmal für die Birne, weil Baum. Nein. Danke. Nice. So mustert. Lasagne. Ich denke sowieso anders als irgendwer anders und man macht sowieso immer falsch und man übersieht immer irgendein Wort. Oh ja. Das ist ganz normal. Ja. Das ist ja der Witz hinter dem Spiel. Sind schon scheinbar schwer. Ja, du hast wahrscheinlich dieses, ich könnte das nehmen, und dann ist dann die Schwarze dabei oder das gegnerische Team. Und wie denkt Rigani und Vari? Was geht in deren Köpfen vor? Oh, da kann man jetzt auch sehr viel rein interpretieren. Mhm. Wie wird Scorpi denken? Das Gemeine ist, man kann es halt wirklich auf jedes einzelne Wort. Ja. Auf alle Münzen. Ich persönlich war nie in Frankreich. Ich habe einen Personalpass. Also so ein hier Perso. Ich nehme den Hahn persönlich. Der mich morgens weckt. Ich war in der Schule persönlich. Nein, aber so denken wir nicht. Ich könnte jetzt persönlich so nehmen im Sinne von, es geht um eine Person. Jetzt nicht im Sinne von Maler, sondern Leute, die ich persönlich kenne. Und dann könnte man hergehen, ich kenne vielleicht einen Roman, nicht der Roman, sondern den Namen Roman. Aber ich kenne auf jeden Fall den Großvater. Also ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber im Normalfall geht man davon aus. Ich könnte hergehen und sagen, okay, ich beleidige jemanden als Lappen oder Sack, dann nimmt der das persönlich. Okay, Großvater war es nicht. Es war ein weißer Begriff, das ist okay. Ich bin schön, wir beide die erste Runde erstmal nichts treffen. Genau, Fasania, wenn du fürs gegnerische Team irgendwelche Ideen hast, hau einfach raus. Okay, ich muss das anders eingehen. Außerdem ist es heute zu heiß für produktive Hirnaktivitäten. Alles gut. Wir sind nicht... Egal, also wie gesagt, es geht ja dabei nicht darum, wer jetzt hier gewinnt. Es geht einfach nur darum, was kann man da wie wo falsch reininterpretieren. Weil in dem Reininterpretieren sind wir super. Oh ja. Und wir kommen zum manchmal über einen ganz anderen Weg zum selben Haus. 6 Stück. Jetzt ballert sie. Also es ist wahrscheinlich von der Baumwiese auch noch.
Heute soll es der heißeste Tag des Jahres sein, okay. Was, heute? Hm. Interessant. Oh, Maus. Du musst dich nicht so in die letzte Ecke quetschen. Erstmal die Schule für den Hausmeister. Mhm. Yes! Oh, wenn du jetzt alle 6 schaffst, bekommst du einen Orden. Der Druck ist da. Schaffe ich eh nicht. Ich weiß nicht, wie Flasania den Orden bastelt, aber das wird sie sich schon eine Lösung finden. Ja, vor allem habe ich ja noch welche von der Baumwiese. Naja. Ich will auf Wurzel und Weide drücken. Hallo. 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 Oh, Hausmeister hat bestimmt Besen. Yes. Ha. Erstmal Freaky ein bisschen leiser machen. Wie geht's dir, Freaky? Wow. Ganz kurz soweit. Müde ein bisschen. Ja gut, das ist normal. Der Schichtwechsel war anstrengend. Das glaube ich. Und es ist warm heute. 35 Grad hat es heute. Was? Okay, dann möchte ich nicht mit dir tauschen. Es sollte die ganze Zeit Gewitter kommen, aber das Einzige, was ist, ist Wind. Ich melde Wind und Regen. Zwischenzeitlich ja stark Regen. Nee, also der Wetterbericht sagt Regenschauer, aber es regnet nicht. So, ich glaube, ich noch 3 habe ich noch. Nehmen wir das da noch? Es ist nur dunkel geworden. Warte, ich bin schon bei 4, nur so fürs Protokoll. Ja, sehr gut. Hausmeister der Baumwiese. Mag mein Bot schon wieder so? Doch, dann mag er die Funktion gerade nicht. Hm. Okay, Gewitter ist noch nicht angekommen. Natürlich die Frage, soll ich gleich random noch einen nehmen oder nicht? Musst du wissen, du hast doch Begriff. Ich bin erst zum Hausmeister ein. Krause. Ja, steht aber nicht. Wie geht es euch? Mir geht es gut. Hier regnet es heute schon den ganzen Tag. Na, hab ich schon gehört. Also, nicht gesehen, aber gehört. Hier hat es irgendwann, also bei mir hat es irgendwann so gegen, gegen Mittag, als ich gerade los musste, angefangen. Und dann natürlich, als ich Feierabend hatte, hat es richtig angefangen. Hm, wie es immer ist. Na, ich lass das lieber. Nicht, dass ich gleich noch die Schwarze erwische. Hm. Ja, Vari, jetzt musst du nachziehen. Ja. Ich muss mich eh dran gewöhnen. Der Türkei wird auch nicht kälter werden. Ja, eben. Bin ich gespannt. Ja, also ich bin jetzt gespannt, was kommt. Eine Beleidigung. Mhm. Beleidigung 2. Ja, Lappen geht nicht mehr. Schau gesagt. Die andere Beleidigung noch. Frankreich? Was? Porto Frankreich. Wirtschaft. AIDA. Roman, Haupt, Negativ, Muschel, Schweif, Maler, Python, Libelle, Galgen, Pirat, Mittel, Millionär. Okay, wenn du Millionär als Beleidigung benutzt, dann bist du, glaube ich, in anderen Kreisen unterwegs. Und zwar als Milliardär. Yeah. Ah,
Ach, gut, dass ich meinen Koffer schon die ganze Woche gepackt habe. Machst du Urlaub, oder? Ja, es ist Samstag in der Früh in Antalya. Ich hoffe nur, der Flieger ist in Zeit dieses Mal. Sonst muss meine Bekannte sehr lange warten. Ja. Ich hoffe, dass alles klappt. Sie landet um 9:30 dort. Und ich komme erst so 10:30, wenn alles gut geht. Mhm. Aber beim letzten Mal hat sie 9 Stunden in Moskau gewartet auf den Anschlussflug. Also ist das eher weniger. Ja gut. Das stimmt. Und dann noch 3 Stunden in Antalya auf mich. Ja gut, aber da ist man ja eh schon im Urlaubsland und dann kann man da auch so ein bisschen rumlaufen. Ja. Im Flughafen. Naja, im Flughafen. Schulreife 2? Mhm. Das ist mir die Hauptschule. Mhm. Na, ich bin froh, dass ich meine Flüge selbst buche. Ich glaube, wenn ich da irgendwie so jetzt Hin- und Rückflug zum Beispiel derselben Airline nehmen würde, dann hättest du ja gar nichts vom Urlaub so richtig. Ich denke, ich fliege um 6 Uhr früh nach Hause, zum Beispiel der Flug. Mhm. Also das Flugzeug kommt von Antalya nach Linz und fliegt dann nach Linz wieder zurück nach Antalya und fliegt um 6 Uhr früh von Antalya weg. Wenn ich da um 6 Uhr früh meinen Urlaub und beenden muss oder halt in der Nacht, das wäre ja überhaupt nichts. Nee, das. Vor allem 6 Uhr früh nicht im Sinne von 6 Uhr am Flughafen sein, sondern 6 Uhr im Flieger sitzen. Da musst du halt sitzen, genau. Um 5 Uhr deinen Koffer aufgegeben haben, damit er noch verladen wird und so Geschichten. Mhm. Ja, das Gute ist ja, Linz ist ein relativ kleiner Flughafen hier, der ist nur um die Ecke, so eine halbe Stunde von hier. Aber die fliegen halt im Sommer wenigstens Urlaubsländern. Ja, das ist nicht schlecht. Und nach Hause fliege ich aber dann über Wien. Hm. Da muss ich halt noch eine Nacht im Hotel bleiben in Wien. Meine Nacht keine Züge fahren, so. Wirklich. Nicht wirklich so. Ja, mir fällt bei Schule viel zu viel ein. Das ist offensichtlich. Weil Frankreich hat Schulen. Wow. Vielleicht ein Mittel. Du kannst auf eine Wirtschaftsschule gehen. Ja. Es gibt eine Mittelstufe innerhalb der Schule. Und je nachdem, auf was für eine Schule du gehst, lernst du auch innerhalb deiner Schulreife Python. Das ist schon wieder sehr weit um die Ecke gedacht. Ja. Du kannst ja auch den Roman irgendwie mit reinnehmen. Ne? Ja, Roman ist halt, kann entweder der Name sein oder halt das Buch. Dann hast du halt auch sehr viel in der Schule. Aida ist eine Oper. Oder du lernst über Hähne in Biologie. Ja. Also nee, ich lass das. Das ist für mein Hirn viel zu vage. Aber wenn du halt ins Reisebüro gehst und sagst, ich will einfach meine Pauschalreise haben, dann hast du 100%ig so einen Flug. Ja. Ich kenne das von meiner Familie aus immer nur so, auch wenn wir irgendwo hingeflogen sind, immer am Flughafen im Mietwagen und dann selbstständig los. Hm. Und dann sind wir irgendwann mal mit so einer Fluggesellschaft, also vom Reisebüro gebucht, nur mit Hoteltransfer. Wir waren so überfordert, wie das geht. Da wird man abgeholt. Man muss jetzt, du bist nicht im fremden Land, kannst die Sprache nicht, ich muss das mal diskutieren, was das denn jetzt für ein Auto ist und sonst wie wo und dass das doch geht und dass das doch gebucht ist und nee, das war ein anderer Preis und das ist. Spannend. Weinbau. Weinbau. Oh. Überhaupt in der Galgen ist es eher weniger. Aber das, ja. Das erste hätte ich auch schon mal gesehen.
Frankreich. Wobei da gibt es die Diagonale nach unten, könnte auch passen. Aber ist es so lukrativ? Ich weiß es nicht. Kein Weingut. Ich auch nicht, aber. Also. Der Hahn, den würde ich jetzt noch nehmen für die Weinabfüllung. Oder wenn Wein gemacht wird. Also nach der Lese. Wird das gestampft im Zweifel, wenn es traditionell ist. Ja. Ansonsten, meistens ist irgendwie am Weingut eine Wirtschaft dran, aber es steht ja Weinbau. Ja. Aber er könnte ja auch Millionär sein, wenn er mit Wein was macht. Ein Leckerchen für die kleine Maus. Also, die Begrifflichkeiten sind heute wirklich... Das ist aber auch eine interessante Wortkombi, die wir als Auswahl haben. Oder vielleicht hat es ja nichts mit nur mit Wein zu tun. Vielleicht geht es ja auch um den Bau. Das geht um den Einbau. Ja, wenn du irgendwas zusammenbaust oder irgendwo irgendwas einbaust und dabei anfängst zu weinen. Ist das eine Zwiebel oder was? Ne? Boah. Tja, Mari. Ich komme gerade nicht so wirklich weiter. Dann lass es. Oh, du bist im Zugzwang. Eben. Ich habe in einer Runde ein bisschen Tag gelegt. Der Hahn ist schon weit hergeholt, nicht? Ja, deswegen habe ich das Raten beendet und hoffe auf das Versagen des anderen Teams. Schauen wir mal. Könnte sehr passieren. Ich eigentlich schon den geänderten Nutzernamen gesehen, Scorpi. Oh. Error. Aber es ist doch eigentlich Error 404. Ja. Also Error Doppelpunkt 404. Ich glaube, du arbeitest mit zu wenig Leuten, die in irgendeiner Form programmieren, scheinbar. Wenn man genug Programmierer kennt oder sonst was, dann wundert einen vieles einfach nicht mehr. Ja, aber es scheinen bei meinem Team noch sehr schwierige Worte übrig geblieben zu sein. Ja, weil ich nichts hingekriegt habe.
Dann musst du runtergehen, Flasania, wenn du auf dem Schlauch stehst. Damit Wasser wieder fließen kann. Genau. Bist du etwa grau oder was? Hans oder Friedrich Groh? Beide. Okay. Hans Friedrich. Die Firma gibt's nicht. Nee? Nein. Ach, du meinst Grohe, oder wie? Genau, Grohe. Oh, da produzieren wir was für. Hans oder Friedrich. Okay. Ich bin Großkunden, nicht Kleinkunden. Grohe ist, denke ich mal, schon ein Großkunde. Ne, ist klein. Großkunden sind bei uns hier MAN und Liebherr. So, ja, hey. Gehoben. Ja. Ach ja. Habe ich schon mal das Buch. Jetzt noch das Monster. Hasst jemand Libellen? Hasst jemand Schlangen? Hasst jemand Muscheln? Ich hasse den Hahn. Das ist auch noch. So ein Monsterhahn, wenn so ein 3 Meter großer Hahn ist, glaube ich, sehr, 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 sehr kritisch. Nee, Vögel sind allgemein kritisch. Nicht meiner Meinung, sind diese cute. Hast du selber irgendwann schon mal zugegeben? Ja, aber das war ja mal, ne? Die sind ja nicht mehr cute, die sind jetzt ja schon größer geworden. Nö, die Eltern sind immer noch genauso groß. Die waren ja auch nicht cute. Nee, ich lass was. Wahrscheinlichkeit, dass Vari jetzt 4 schafft, ist nun doch sehr gering. Alles klar. Ja, jetzt hau raus, ne? Scorpi, sinniges Wort. Im Zweifel ein 3er. Ich mach den 4er alleine. Jetzt bin ich großkotzig und treffe gleich das Schwarze. Aber warum glaubt Lasagne, das Wort eben war ein Fehler? Wahrscheinlich, weil ich wieder zu viel gefunden habe. Ja. Vermutlich. Das denke ich mal. Lasagne, dass man fürs gegnerische Team was weiß, ist ganz normal. Ja, vor allem als Geheimdienstchef. Zumindest ging mir das immer so, wenn ich Geheimdienstchef war. Ich habe häufiger was für das gegnerische Team gefunden als für meins. Schade. Ja, dann war es doch die Mittelstufe. So, Fasania, das schaffen sie jetzt. Ein Wort, das ich noch erraten muss. Sorry, Scorpi. Aber für mich war halt eben Mittel im Sinne von, man braucht Geldmittel. Büromittel, Geldmittel etc. pp. Genau. Schwanz?
Hallöchen. War die schwarze. Hallöchen, Pixelsabi, natürlich. Oh, der Link ist gar nicht mehr oben drinne. Läuft, Fasania, läuft. Missy. Hallo, Missy. Vielen lieben Dank für dein Resub im 22. Monat. Ich hoffe, dir geht es gut. Das ist eine lange Zeit, Missy. Holy moly. Jetzt bin ich gespannt. Also, bei Weinbau war es Wirtschaft und persönlich. Bei Weinbau war es Wirtschaft und persönlich war es AIDA und Pass. Okay. Ja, Pass war persönlich und AIDA. Dann hätte ich eher Reise genommen oder sowas. Aber Weinbau war ja auch. Aber Chichi. Ja, Weinbau war noch Frankreich. Frankreich, ja, okay. Wirtschaft, okay. So, wer mitspielen möchte, kann sich oben über den Link einwählen und mitmachen. Ja, sehr persönlich hätte mich auch nicht wirklich weitergebracht. Also, das Wort persönlich hat mich halt einfach nur komplett verwirrt. Aber geht's dir denn gut, Pixelsabi? So, wenn keiner mehr mitspielen möchte, fangen wir eine neue Partie an. Team Rot muss noch einen Geheimdienstchef wählen. Sonja, willst du noch eine Runde? Aber ihr könnt doch runter switchen, oder nicht? Okay. Ja, ich wollte nur fragen, ob ich Geheimdienstchef sein soll oder sie. Okay. Ist doch sie, oder? Ja. Nur, dass ich mich jetzt nicht vertue. Nein. No. Das ist aber schlecht, Skorpion. Wenn du jetzt AFK bist. Am besten nach dem. Na, ihr fangt an, ne? Genau. Was haben wir denn alles? Oh je. Alles klar. Gut, das Wort kriegen wir noch. Was haben wir? Wir haben Zweig, wir haben Bahn, wir haben Atlantis, wir haben Geist, wir haben Note, Tibet, Salat, Ketchup, Chor, Leitung, Schmied, Mars, Streich, Ball, Rinde, Gesetz, Mal, Graben, Zebra, Luft, Polizei, Ton, Mathe, Band und Chemie. Und positive Kraft wird eingelöst für Lea. Das Universum spendet dir positive Kraft mit folgendem Ratschlag. Lebe nach deinem eigenen Standards und lass dich nicht von den Erwartungen anderer beeinflussen. Schon fertig mit Stream? Wie lief denn DBD? Oder mobbt dich das Spiel? Und Hallöchen, Raiders. Alles gut, Lea. Alles Taco. Dankeschön, Missy. So, Bahnhof. Also ich verstehe nur Bahnhof heute. Du hast Frühschicht, deswegen musstest du schon so schnell raus und offline gehen. Oh Mann, oh. Immer diese Schichtsysteme. DBD wollte nicht. Ja, Bahnhof. Bahn. Gehe ich mit.
Was haben wir denn hier noch so? Ich fange mal von unten an, Sabi. Also Chemie, Band, weniger Mathe, Ton. Bing bong. Ja, Zug fällt aus. Genau. Heute von Gleis 9, 3/4, 5. Was? Ja, die Bahn. Nach XY fährt jetzt gerade auf Gleis 2 ein. Stehst auf Gleis 7. Bing bong bong. Wichtige. Wie sagen die das? Wichtige Mitteilung für Bahnreisende. Heute fährt der ICE 5, 9, 3, 7 planmäßig von Gleis 2 ab. Beachten Sie umgekehrte Wagenreihenfolge. Cheaterei hier. Eine Bahn ist da. Und dort. Da sind wir jetzt mal großzügig hinweg. Achso. Graben, Mahlgesetz, Schmied, Maß, Streich, Ball, Rinde, Leitung, Chor, Ketchup, Salat, Tiebe, Zweig. Ich lese gleich den Chat nach. Sabi, nimm du mal eins. Du hattest Bahn relativ schnell angeklickt. Kannst du gerne anklicken. Wie stehst du zu Polizei? Also, du sagst ja auch Polizei. Ton ist ein bisschen weit hergeholt. Wäre aber möglich. Mal gucken hier. Wie schaut es bei euch aus? Also mir geht es sehr gut. Hier regnet es zwar gerade ein bisschen, Ryuka, aber das kühlt wenigstens schon mal ab. So wie es sein soll. Mein Guess war das Schwarze. Mein Guess, was das Schwarze ist, ist Ball. Ich nehm Polizei. Ist aber nicht schlimm, es war nichts Schwarzes, von daher. Ja, ich hatte gerade Zeit zu denken. Ja, Zebra kann man essen, man kann den Mars, die Mars-Produkte kann man auch essen. Geist kriegt man doch her. Sanja denkt genauso im Kreis wie ich, Europa Tour. Ja. Sehr schön. Genau, das ist eine ganzheitliche Ernährung. Das ist richtig. Ja. Es gab leider nicht Nudeln. Das hätte ich jetzt noch mehr gefeiert. Wenn man halt keine Tomaten da hat, dann packt man sich ein bisschen Ketchup auf den Salat, oder wie? Oh je. Aber kein Problem, Scorpion, gleich werde ich Geheimdienstchef mal machen. Ich habe gerade eine Idee gehabt, wie ich mitmachen kann. Ahnungslos. Vari, wo ist Vari? Nicht drauf.
Usagi geht Richtung Schule. Guten Abend zusammen. Hallöchen, Burger. Guten Abend. Also, ich würde jetzt halt auch, also Chemie verstehe ich, glaube ich, dein Guess. Moment, Chemie, weil viele das Fach hassen und nicht gut drin sind. Ja, verstehe ich. Mein Gedankengang war, oftmals ist die Leitung von einem Team ahnungslos und weiß nicht, was sie tun soll. Chefs etc. pp. Ein Geist ist ein Bauchgefühl, weil wegen... Ich bin eine verlorene Seele, weil ich nichts weiß, weil ich doof bin, wie auch immer. Aber das ist eher so, Was könnte sonst noch zu Bahnhof passen? Kurze Frage, darf ich quer einsteigen? Du kannst gerne nach... Einsteigen. Ja, man kann quer einsteigen. Ich glaube, ich hab's, aber ich dachte, ich hätte es ausgemacht. Oh ne, ist wieder rausgegangen. So. Nach der Runde. Ne, nach der Runde, Burger, gern. Alles klar. Das hatte ich eigentlich eingesteckt gehabt, aber gut. Spaß, Michi. Missi. Michi. Kann ich nicht mehr reden. Viel Spaß beim Filme gucken. Ich bin euch echt. Hin und her gerissen. Einfach ahnungslos jetzt gerade. Scorpi, wir müssen reden. Ari hat eine Lösung gefunden, wie ich gleich Geheimdienstchef sein kann. Ohne dass ich Spoiler. Geister-Vari it is. Wie geht's dir, Burger? Burger ist noch wahrscheinlich entweder am Essen oder abgelenkt. Nee, ich vermute. ja, danke, super, okay. Geht's mir. Schön. Wie machst du das mit dem Geistermodus? Im zweiten Browser oder wie funktioniert das? Soll ich für einen anderen Streamer fragen? Du sollst für einen anderen Streamer fragen? Ja, einfach ein privates Fenster aufgemacht, also Firefox, Privatmodus an, Link genutzt und dann zählst du als anderer Browser, quasi. Five-Head-Move, ne? Voll schlau. Ich weiß nicht mal, wo man Privatmodus einschaltet. Welchen Browser nutzt du? Muss einfach nur Rechtsklick drauf machen. Chrome? Ja. Da gibt's den Incognito-Modus. Der ist oben rechts über die drei Punkte, glaube ich, erreichbar. Oder wenn du es, du kannst auch einfach Chrome die Taskleiste packen und einen Rechtsklick drauf machen, dann kannst du den auswählen als neues Fenster. Neues Incognito-Fenster. Und im Incognito-Fenster kannst du dann quasi neu reinjoinen und du bist dann der Zuschauer. Genau. Ja, cool. Vielen Dank. Gerne. Ihr Lieben, ich war heute 12 Stunden am Tun und Machen und gehe jetzt ins Bett. Bin einfach platt. Wünsche euch noch einen schönen Abend und Vari, ich kläre dich morgen oder so auf. Wird bald lustig im Haus. Et Wasser in der östlichen Wand. Wohnwestliche Wand. In Etage 1 bis 3 darf bald eine offene Wand und Lüfter haben. Oh je, das klingt nach Rohrbruch. Aber dir eine angenehme Nachtruhe. Und bis zum nächsten Mal. Und Pixel Sabi, du kannst gerne in den Discord joinen. Das ist kein Thema. Ich will aus dem Discord joinen, ich schlafe hier hin. So. Oha, okay. Oha, okay. Nicht wegen euch. Gute Nacht. Nacht, die Freaky. Danke fürs trotzdem dabei sein. Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss. Hallo. Hallöchen. Hallo. Hallo, Sabi. Kein Burger. Ja, Scorpi, manchmal kann ich Big Brain sein. Manchmal. Gerade nicht. Hallöchen, Digibu. Ach, Mann, diese Wörter sind schlimm. Ich hoffe, dir geht's gut. Einer geht, einer kommt. Hallöchen, ihr Lieben. Na, geht's dir gut? Sag mal, von den 12 Stunden war ich 9 Stunden draußen unterwegs. Bin heute auch nur noch zum Schlafen fähig. Also dir eine erholsame Nachtruhe nachher. Allen anderen auch. Und bis morgen 1800. Zu Anno 1800. Genau, dankeschön. Dann sehen wir uns morgen. Dann darf ich wieder Dinge in die Luft sprengen. Oder anders gesagt, ich werde Dinge in die Luft sprengen. Aber Vari, jetzt kann man bei dir auch schon nichts mehr sehen. Ja, weil ich eben das Fenster gewechselt habe. Das habt ihr gar nicht mitgekriegt, ne? Tschüss, Wuhai. Komme gerade aus unserer baldigen neuen Wohnung wieder. Sind schon am Renovieren, das macht müde, aber wir freuen uns auf den Umzug. Oh, das ist schön. Wenn man die Traumwohnung gefunden hat. So muss das sein. Die Note. Fühlst du noch bei ahnungslos, weil jemand schlechte Noten schreibt, wenn er keine Ahnung hat? Nee, da war ich jetzt tatsächlich eher so bei Gesang, weil man muss ja man muss ja da auch nach gewissen Noten singen, also sprich, ne? Den Ton treffen. Der ist ja dann auch als Note definiert, aber bei Gesang ja. Ist halt beides ein Teekesselchen. Also ja. Ich hoffe, dass das, was nicht zu uns gehört, zumindest nicht rot ist. Dass es vielleicht einfach in Kauf genommen wurde. Weißt du, kann natürlich auch sein, dass die Person dann nur an die Schulnote gedacht hat oder nur an den Töpferton. Aber du hast es gerade schon gesagt. Ich werde einfach jetzt hier Risiko gehen und die Sachen anklicken und dann gucken wir mal. So, geht doch. So. Ich glaube. Kann man das. Ja, das ist jetzt meine Frage. Kann man irgendwas noch zu ahnungslos oder zu Bahnhof mit dazu packen? Ich könnte Leitung bei beidem sehen. Wegen der Oberleitung. Wegen der Oberleitung und auch, weil so ein Bahnhof bestimmt irgendwie geleitet werden muss. Ich weiß nicht, so koordiniert. Aber ich habe mir auch, also ich habe viel drüber nachgedacht. Wenn man nur die Bahn gehabt hätte, hätte man auch einfach einen Zug nehmen können. Ich habe das Gefühl, dass bei Bahnhof irgendwie auch Gebäude irgendwie mit beigedacht ist. Nehme ich. Hat mich überzeugt. Haben wir gut gemacht. Hey, ja, das haben wir. War gute Aufholjagd gerade. Ja. Das sind die nicht gewohnt. Das sind die nicht gewohnt von uns. War ja mal Zeit. Meine Frau wollte die Wohnung nur wegen dem Garten. Ja, warum nicht? Ist doch mega. Richtig. Aber es wird schön und groß. Endlich mehr Platz und Erdgeschoss. Erdgeschoss ist immer wichtig. Aber fürs Protokoll, wegen des Gartens. Entschuldigung. Und fürs andere Protokoll, wenn ich es richtig sehe, ist in deinem Stream immer noch ahnungslos als letztes. Jo, dann muss ich das Fenster offen. Dann muss ich das Fenster ja offen lassen. Belastend. Die Note war auch belastend. Mhm.
Aber ich finde es sehr interessant, wie Flasania Wörter anders wählt, als ich mir denke, wie sich sie zusammenbastelt. Das ist schon sehr interessant. Fällt mir die ganze Zeit schon auf. Tja, so sind sie. Jetzt bin ich gespannt. Erkläre ich dir gleich, Lasagne. War doof von mir, Bahnhof zu schreiben. Well, weil vor allem Bahn schon da stand, wollte Zug nehmen und hab dann aber das genommen, weil mein Hirn Bahn gesehen hat. Und dann, naja, passiert. Ja, ein Vierer ist jetzt halt echt schwer. Ja, aber ich denke mal, den Rest müssen wir raten. Also wenn jetzt ein Dreier kommt, dann nehmen wir trotzdem Vier. Ja klar, was haben wir zu verlieren, außer die Runde, die wir eh schon Richtung Verlust zusteuern. So gleich wahrscheinlich verliert. Wer weiß. Die Gründe, wie wir verlieren, ändern sich nur. Ja. Es muss ein Dreier, wir haben eh schon verloren. Ja. Naja, vorausgesetzt, also dass jetzt gleich für Sanja das Richtige fehlt. Strafgericht. Ja. Strafegericht. Man achte auf die Feinheit. Also mein Gedankengang ist, Gerichte und so weiter sind der rechtschaffende Zweig der Gesellschaft. Weiß ich nicht, ob Scorpio das denkt. ja. Ich würde bei Ahnungslos noch ein bisschen überlegen. Also Geist kann ich mir vorstellen, dass das wirklich gemeint war. Geist und Leitung ist irgendwie zusammen dann ahnungslos. Keine Ahnung. Gesetz ist das Strafding auf jeden Fall. Gericht. Bei Gericht kann man halt auch immer noch an Essen denken. Und würdest du auch einen Geist sehen? Ja, bei Geist bin ich halt echt... Ja, hatte ich vorhin zwar gesagt. Aber guck mal, was ist denn hier noch übrig, was noch ahnungslos sein könnte? Ein Zebra. Weil es dumm ist. Nee, ein Zebra kann ahnungslos gerade am Wasserloch sitzen und dann kommt der Löwe von hinten und bams. Ex-Zebra. So. Man ist ahnungslos, man hat nur Luft im Hirn. Man ist ahnungslos, man hat kein Gehirn unter der Rinde. Also unterm, im Kopf. Das, wenn ich so... Wenn ich schwöre, Luft ist noch Gebirge. Oder Luft ist noch Berge. Das gehört nicht zu uns. Da will ich ganz großen Bogen drum machen. Ah, das hätte ich nicht sagen sollen. Wir können gar nicht fertig werden. Wir haben nur 2 Guesses. Ach. Wir drei kriegen müssen. Oh, yo. Ach, wirklich? War ich direkt gesagt. Ja. Sorry. Ja. Hab ja kurz Blackout gehabt. Nicht schlimm. Gut, Blackout. Da brauchen wir nicht gamblen. Dann können wir meinetwegen Geist oder Zweig versuchen. Aber dann ist ja auch... Ich setze mir jetzt eine andere Challenge. Ich suche mir jetzt den schwarzen Begriff. Ja, viel Spaß. Dann go for it. Gut. Schade. Sind wir am meisten umgangen. Ja, ich dachte Schmied, weil es ist nichts in die Richtung gegangen. Ja, es war die Luft. Naja. Bin gespannt, ob der Geist jetzt noch zu uns gehört. Kann es den Geist für uns anklicken? Oh, wow. Die Rinde, okay.
war denn dann noch ahnungslos? Ich habe das von vornherein nicht verstanden. Als ahnungslos kommt, habe ich überlegt, welchem. Hä? Ich hab's mit den Begriffen, mit denen habe ich es persönlich nicht gecheckt. Ja, deswegen, ich bin auf die Erklärungen gespannt. Ich lehne mich jetzt mal entspannt zurück, bevor ich die nächste Runde starte gleich. Ahnungslos die lange Leitung? Ja. Die habe ich ja dann noch anschließend bei Gesang mit angeklickt. Führung von der Bahn ist auch sehr ahnungslos. Die Bahn hatten wir schon. Die war vorher Die hattet ihr schon. Ja, und Mathe, wenn du das T durch ein H ersetzt, ne? Nee, da sind wir aber auch schon bei Chemie drauf reingefallen. Ja. Wenn das Fach Mathe bei Mathe gemeint gewesen war, dann weine ich. Und Fasania, ich eben meinte, dass ich hatte am Ende dieses Gitarre 3, da dachte ich mir, okay, hier eine Note ist schon funktioniert. Band, ja, hat eine Gitarre drin. So, und dann, ja, Luftgitarre. Wie zum Geier bist du auf Streichen gekommen? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie bastel ich da Streich rein? Ich dachte mir so, mit einer Gitarre? Ja, dann machst du das die nächste Runde. Das war eigentlich die Intention dahinter. Mathe, also auf der Matte stehen, habe ich zwar nur ein paar Mal gehört, aber Mathe und Leitung war ahnungslos. Und Leitung war auch bei Bahn dabei. Okay. Krass. Okidoki. Aber eine Gitarre ist kein Streichinstrument. So. Ja. So. Oh ja, yeah, Burger. Nee, ich will nicht Chef sein. Hab ich das mit Chef gemacht? Ja. Oh no. Muss ich jetzt Chef sein? Ja. Ich meine, das ist ja schon die Lösung, oder? Oh Gott. Das war eigenverschuldet. Oh Gott, ja, das ist ein guter Anfang. Später. Tja. Ja, bin ich ja mal gespannt, was jetzt Burger treibt. Ja, Luftgitarre wäre ja auch. Das war zu einfach. Das hätte man ja auch nicht schreiben dürfen. Nein, also im Sinne von, weil ich Gitarre genommen habe und ich dachte mir so Luft. Kommt man vielleicht auf Luftgitarre? Ach so, ja, doch, stimmt schon. Ja, das war halt nicht aufs Eck gedacht, das war nur so einfach. Meistens sind es immer die ums Eck gehen, die dann weiter ankommen. Ich habe tatsächlich eben Gitarre gespielt, bevor ich online gekommen bin. Ja, was halt zwischenzeitlich das Problem war bei der Runde, weil halt so Chor und sowas lag beim einen Team und halt sowas wie Note beim anderen Team. Das heißt, du konntest nicht direkt irgendwas so mit Sänger oder so nehmen, ohne die Gefahr zu nehmen, dass das andere Team auch die falschen Karten wählt. Ich hatte einmal als Bombe die Legende und musste als Teamchef musste noch Sage irgendwie beschreiben. Schön. Das war richtig schrecklich. Das glaube ich. Ach, da würde ich aber das Programm nehmen. Programm? Ja, Sage. Muss ich mir erklären. Das ist ein Warenwirtschaftsprogramm. Sowas wie SAP. Oh so schlau bin ich nicht. Nein, das ist halt nur arbeitsbedingt bei mir, dass ich so Dinge weiß. Was machst du? Ich arbeite als Maschinenbauingenieurin. Cool. Was ich genau mache, ist, nennen wir es kompliziert. Das sind doch die schöneren Dinger. Ich kann ein bisschen, kann ich Blender. Das ist doch schon mal ein bisschen was. Ja. Ein bisschen 3D-Sachen erstellen. Warum nicht? Blender ist auch gar nicht schlecht. Blender ist ein richtig geiles Stück. Ich liebe es. Das
kommt immer ein bisschen sehr drauf an, was man damit machen will. Ja, natürlich. Ich habe direkt Vatikan gesehen, dachte, ja, aber es ist natürlich nicht der Veteran. Witwe ist auch gut. Hätte man Tod und Witwe mit Soldat verknüpft. Ist nicht die dümmste Idee. Ja. Die sehe ich, die beiden. Nicht wundern, ich bin jetzt gerade im Discord nicht am Hören, zu hören. Ich habe mich dort gemutet. Sehr schön. Die Leute am Anfang so ihre Guesses machen, wo so die Bombe liegt. Das ist sowieso das Coolste. Oh, wer möchte erklären, wie das Spiel funktioniert? Es gibt zwei Teams. Und jedes Team hat einen Chef, einen Spymaster, und die haben die 5x5 Wörter vor sich, so wie wir, aber bei denen sind die alle farbig markiert. Und es gibt blaue Wörter, die ganz im blauen Team, und rote Wörter, die ganz im roten Team. Und die versuchen dann ihre jeweiligen Wörter mit Überbegriffen zu beschreiben. Und das Team versucht die dann zu erraten. Gerne. Lasagne hat jetzt erst den Panda entdeckt. Ich hatte gerade kurz Angst, dass ich die falsche Farbe ausgewählt habe. Eigentlich müssten doch Pandas bei Vari unter Superhelden zählen, oder? Ich denke dann Kung Fu Panda. Das stimmt das schon. Ich stelle mir gerade den im Vatikan vor. Ich kann schön so reintrollen. Ultra-Katholiken, die den so als, yeah, der Papst, mein Superheld. Ah, da ist der Marius unterwegs. Das heißt Batman, nicht Batman. Sagen wir mal für ein bisschen Grusel. Das habe ich aber auch viel zu spät erst gelernt. Dass es der Fledermausmann ist und nicht der böse Mann. Ja. Ich glaube, ich soll mir Gabe nehmen. Vielleicht ist er ja auch einfach der Badezimmermann. Der Badmann. Macht dir das Bad dann sauber oder dreckig?
Je nach Entscheidungsart. Oh, Gigi. Nee, der macht Pause. Und das ist dann ein Film, der Kindern beibringen soll, dass man das Badezimmer sauber macht. Von Batman. Das ist ja ein schönes Wort. Schälen. Apfel. Ist hier noch irgendwo Sonnenbrand? Also ich will ja, dass es der Pflug ist, der so die Erde aus dem Boden schält. ich glaube, es ist eher der Hobel. Ich finde, der Hobel schält auch irgendwie schon so. Der Hobel, oh, Holz weg, ne? Daher der Name. Ja, aber trotzdem, das sieht ja schon. Ich meine, wo ist denn wirklich der Unterschied zwischen Hobeln und Schälen? Soll ich das jetzt erklären? Ich lasse es liegen. Solche Fragen darfst du nicht stellen, wenn Reganiku oder sonst wer drin ist im Channel. Das artet in stundenlang Diskussion aus. Nein. Ich glaub, Hobel ist es. Ich nehme den Hobel. Jawohl. Burger, du bist ein King. Ein Burger King, ja. Mit Krone, bitte. Lasagne ist der Regen angekommen. Ich hätte ihn auch gern bei mir. Bei uns hat es vorhin nur so ein Babygewitter gegeben. Ich war richtig enttäuscht. Ja, das bei uns gab es hier ein richtig fettes. Es ging, glaube ich, so, ein Gewitter, weiß ich nicht, wie lange das ging. Aber der Regen ging bestimmt eine Dreiviertelstunde. Oder Stunde. Na, länger. Ich habe Feierabend gemacht, bin in die Stadt, habe was abgeholt, bin wieder zurückgefahren und als ich zu Hause war und noch einen Tee getrunken hatte, danach war Regenende. Ich wollte heute durch den Regen laufen. Es hat nicht geklappt. Verraten sich alle die in den Wetterstreifen wohnen, wo dieses fette Gewitter wirken lässt. Boah, das ist jetzt ein schwieriges, ob ich das mache. Wahrscheinlich werden die das nicht ganz verstehen, was ich vorhabe. Die neueste Doxing-Methode. Die Leute fragen, wie bei ihnen gerade das Wetter ist. Ein Küchenverzeichnis? Freut mich, dass ihr das habt, weil ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Gott, ich hab das schon mal gehört. Mal gucken, wer da so gebildet ist und wer nicht. Es ist ein Wort. Nimitil ist mein Seelenverwandter. Seelenverwandte. Sorry, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Das macht gefühlt jeder. Die Eins ist ein I und das TH wird englisch the ausgesprochen. Das ist so ihr Standardsatz, den sie dann bringt.
ohne The? Ah ja, es tut mir leid. Jeder voll von dem Wort. So wie er das ist. Nurei, perfekt. Nurei kann ich. Muss man eben wieder in einer anderen Seite klicken, damit was passiert. Jetzt google ich später das Wort. Da bin ich jetzt interessiert, was das sein mag. Ich meine, das ist eine Sammlung von Noten. Aber ich weiß gerade nicht mehr von wem. Vielleicht vom Herrn Pöchel. Nein. Ich schreibe nichts, ich will nichts verraten. Ja, Scorpio, sag mal, was nehmen wir denn? Ich auch für. Sollen wir dann noch Heft nehmen? Ja. Gut, wenn wir es beide denken, machen wir es. Und bei dem dritten, ganz ehrlich, ich weiß es nicht genau. Könnte irgendwas sein, um das zusammenzuhalten oder irgendwas, was sich hingehend auf irgendeinen Autor-Komponisten bezieht? Ich würde es jetzt einfach lassen und einfach in der nächsten Runde gucken, was dann kommt. Dann können wir immer noch machen. Die wollen einfach den Leim. Ich glaube, ich möchte Leim nehmen. Ich kann auch Leim nehmen. Was ist das da, Latte? Ich weiß doch eh nicht, was da genau zusammen... Du kannst es einfach anklicken, wenn dir danach ist. Da seid ihr auf den Leim gegangen, Badumts. Ja. Aber Vari macht ein Dedo. Erkenne das Wort, was ich da reingeschrieben habe. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass ihr das nicht kennt, aber okay. Also vom Namen her, was sagen tut mir das, aber ich kenn's halt nicht so komplett jetzt, dass ich dir aus dem FF sagen kann. Berendia und Antarktis. Hätte man da nicht irgendwie noch was Richtung Weihnachtsmann gemacht? So, nur mal so, ne? Antarktis ist Südpol, ne?
Rentier und Weihnachtsmann ist Nordpol. Das sind beides Pole, durchaus. Ich würde nicht stören. Nur so um die Halt, falls das irgendeinen Einfluss hat. Nee. Also ich meine, danke, I guess. Es gibt die Polarnacht. Scorpius kann sein. Dann kann es in irgendeiner Form mit... Es bezieht sich dann aber auf sehr viel noch. Weil wir sehr, sehr viel haben, was man mit Mozart in Verbindung bringen könnte. Ja, ich glaube, das ist gut. War gut, dass du es gemacht hast. Wir haben ein bisschen risky spielen müssen. GG. Ich glaube, uns war also jetzt nichts mehr gefehlt. Wir haben Bürger uns immer stabile Zweier gegeben. Jetzt noch ein Zweier und dann noch ein Einer. Dann ist der Drops gelutscht. Ich will halt irgendwie einen Vierer hinkriegen, aber es ist halt echt nicht einfach. Also Flasania, um dir die Angst zu nehmen, ein Zweier krieg ich hin. Zwei Zweier sogar. Das gleich. Flasania. Ich muss mal kurz verifizieren, ob es das Wort gibt. Gibt es nicht. Oh oh, Vari fällt nichts mehr ein. Dann machen einer. Sicher, sicher. Ja, Vari weiß aber auch ganz genau, dass er eigentlich eine hohe Zahl nehmen muss. Weil, wenn ihr gleich einen Dreier nimmt. Gleich einen Vierer. Ja, dann hättet ihr gewonnen. Ich bin immer noch für Nacht, weil wenn es Mozart ist und es die kleine Nachtmusik ist, passt es sowohl zu dem davor, wohl von zu. Im Verzeichnis als auch zum Schnarchen. Oh. Gekonnt. Na, das hat auch gut geklappt. Oh, aber war das jemand tatsächlich aus dem Team oder war das? Nein, da wurde getrollt. Ah, schade. Dann können wir euch gleich die Nacht geben. Schreib einfach, Burger, schreib einfach. Nehmt Pflug. Ihr könnt uns sagen, was wir für euch nehmen sollen gleich. Burger, du schreibst einfach. Nehmt Pflug. Gar nichts hin. Schreibt einfach gar nichts hin. Hallo. Und ja, genau. Nehmt einfach jetzt Pflug. Das ist ein weißes. Pflug? Ach nee, ich hätte euch auch ein rotes gegeben. Nö, nö. Alles gut. Hat nicht stattgefunden. Das ist sehr fair. Aber ich meine, du kriegst jetzt auch kein richtiges Wort. Ich schreibe jetzt auch nichts hin. Ich hätte euch auch ein rotes gegeben. Genau.
hier? Die Sohle, warum? Ich wollte gerade sagen, es ist gerade schon wieder einer zusätzlich mit reingekommen. Ich glaube, es ist die Nacht. Ich glaube auch, es ist der Baum. Und ich glaube auch, es ist das Quartett. Lasagne, was sagst du? Können ja mal zwei davon nehmen. Ich find die Nacht ist so safe, die können wir denen lassen. Wir nehmen mal das Quartett. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, es tut mir leid, ich wollte nichts von unserem nehmen. Alles gut. Oh, sorry. Ich hatte gar kein Problem. Quartett ist doch safe noch was zu der Musik auch noch. Oh man. Also, das Köchelverzeichnis ist tatsächlich die Werksammlung von Mozart. Also hatte ich recht mit der kleinen Nachmusik. Genau. Wir schreien hier draußen vom Fenster zu. Alles gut. Genau. Nom, nom, nom. Ah, das ist das Wohnheimleben. Ja, gibt's Schlimmeres. Ja, ja. Ich mag ja Kinder. So, ich bin jetzt aber raus. Weil ich morgen arbeiten muss. Mhm. Und wir ja schon fast 10 Uhr haben. Alles klar. Bis ins Bettchen. Dann gute Nacht dir. Angenehme Träume. Und viel Spaß euch. Lasst euch nicht trollen. Nö. Unwürden, aber auf jeden Fall nicht aufregen, weil das bringt nichts. Genau. Schlaf gut. Nacht dir. Ja. Tschüss. Konntest du das in den Einstellungen umstellen? Dass niemand mehr ja, das hat's aber wieder rausgenommen. Das ist das Gemeine gewesen. Und ist es jetzt so? Oder? Jetzt ist es drin. Ach, perfekt. Ich gucke jetzt regelmäßig rein. Aber das ist okay. So. Hast du super gemacht. War eine gute Runde. Oh. 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 Doch, doch. So, wir sind rot. Lieber safe 2 als 3 falsch. Mit dir als erfahrenen Veteran. Veteranen. Ja, Lasagne hat auch gut mitgemacht. Es war keine Alleinleistung. Falls da übrigens Bedarf besteht, ich habe eine Datei mit Ergänzungswörtern. Also man kann als Admin, wo man das Spiel startet, kann man extra Wörter reinpacken, sodass man insgesamt aus einem größeren Wortpool spielt. Und also ist die Datei denn durchdacht? Also sind das auch Teekesselchen und so? Ja, ja, du. Ich bin auch keine Amateurin. Okay, ja, stimmt. Ich habe nur keine Hobbys. Ich sitze an der Bushaltestelle und schreibe Codenames-Wörter. Ey, wenn das ein Job ist, bitte, gönn dir. Ach, die ist von dir? Ja, ja, die habe ich geschrieben. Ja, okay, dann muss sie gut sein. Muss einfach. Ich meine, es sind auch ein paar Wunschwörter von einem anderen Stream mit dabei. Da habe ich auch
gestanden, dass ich das gemacht habe in meiner Freizeit. Und dann haben die gesagt, ja, wir wollen aber noch das und das und das dazu. Dann habe ich das gutwürdig auch noch mit reingepackt. Aber der Rest ist auf meinem Mist gewachsen. Meine Wäsche ist fertig. Habe ich denn genug Zeit? Alles klar, nehme ich dir viel Spaß. Burger, kannst du ein bisschen alleine carrying kurz? Ja. Ich beeile mich. Danke dir. Gleich. Mach ich später. Wenn ich wieder da bin, kriegst du das. Nebelhorn. Ja, die Wörter sind definitiv random, Scorpi, aber hey, gibt doch Schlimmeres, oder? Lass uns teilhaben an deinen Gedanken, Burger. Ja, Nebelhorn macht Krach. Das ist für mich dann die Hupe. Und irgendwie bin ich jetzt bei Schiff und Boot gelandet. Wand wegen Nebel. Mhm. Die Wörter mal trennen. Mammut ist jetzt nicht... Bin ich eher mit dem ganz dicken Fell und nicht mit dem Horn, Schumbogen, nee, Moos, nee. Blüte, nee, Tempo, nee, Kaffee, nee, Blinker, Qualle, Wohnung, Oase, Leiter, Nebelhorn, Skelett, Zeit, Zeit, nö. Schwarz. Schill. Nee, selbst wenn ich das trenne, komme ich weg überhaupt. Noch auf das Mammut. Dann nehme ich jetzt mal die Hupe. Dann das Schiff. Dann wahrscheinlich auch das Boot. Genau, ne? Das ist doch so ein Nebelhorn. Und wenn es das Schiff ist, dann ist es auch das Boot. Okay.
Nicht schlecht. Ja. Spannend. Naja. Mal ein einfacheres Wort. Könnte sein, dass ich was übersehen habe. Nun. Ohne Moos nichts los. Schlimm genug, dass ich das zweimal übersehen habe. Aber es war auch oben in der obersten Reihe, war es sehr versteckt. Ja, total. Das ist halt. Es ist halt für mich als weißer Begriff, geht der völlig unter. Der ist nicht existent. Da wird die Zellentür zugemacht. So eine richtig schwere Metalltür. Zwei. Danke, viel Spaß, Dimitil. In der Oase fühle ich mich auch mega wohl, in der Wohnung fühle ich mich wohl. Kurz einmal hier was regeln. Ja, also Kaffee ist für ganz viele auf jeden Fall etwas, womit sie sich wohlfühlen. Will. Die Oase habe ich einfach mal so angeklickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Flasania das auch kombiniert hat. Deswegen nehme ich das mal wieder raus. Cessin sollte sich auch immer wohlfühlen. Außer sie ist mit Bowser unterwegs, oder? Ansonsten wird der König böse. Bowser. 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 Mammut. Die fühlen sich, glaube ich, nicht mehr wohl. Eltern
nehme, macht es keinen Sinn. Gerne den Support von der Sabi. Aber sie scheint noch nicht wieder da zu sein. Deswegen nope. Gehe ich auf den Kaffee und. Danke. Tudum. Das macht es jetzt für mich nicht weit leichter, weil ich eigentlich dachte, hier, ich kann noch ein bisschen überlegen, aber okay. Und weil du ja schon so schön Bowser gesagt hast, bist du vielleicht MC Rippy. Den kenne ich genauso wenig wie das Küchelverzeichnis. Nein, das war ein Wortwitz auf MC Fitti, aber ist okay. Das ist ein Rapper, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Gefährliches Halbwissen präsentiert von Vari. Ja, was gebe ich denn hier Scorpi für einen Begriff? Gute Frage, während Sabi da ihre Wohnung auseinandernimmt. Was könnte ich machen? Verständnisfrage. Naja, nee, das ist ja dann auch wieder. Nee, ich muss mich schon entscheiden, ob Singular oder Plural. Versuch so. Ja, das mit dem um die Ecke denken, das funktioniert heute nicht so gut, Scorpi. Deswegen versuche ich einfache Sachen zu nehmen. Ich hätte zwei, aber so komplett straight gedacht sind die auch nicht. Ich hätte daraus auch vielleicht ein Dreier oder so machen können, aber nö. Ich dachte mir Zweier. Und auf die Streuwirkung hoffen. Thank you.
Ja, das kann durchaus sein. Okay. Also ich weiß ja nicht. Nee. 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 Scorpio, erklär dich. Ich möchte den Körperteil wissen, der eine Prinzessin ist. Möchte ich wirklich wissen, ich fühle mich gerade 20 von 10 getrollt. Aber richtig. Aber Prinzessinnen haben doch Körperteile, oder? Ja, da steht aber Körperteil, nicht Teile. Ja, aber sie hat auch einen Körperteil, sie hat einen Kopf. Ein Körperteil. Ich kenne keinen Körperteil, der Prinzessin genannt wird. Keinen. Keinen. Ich weiß nicht, ob Scorpi vielleicht ihre Möpse so nennt. Ich weiß es nicht. Vielleicht einen der beiden Möpse heißt Prinzessin. Okay, dann vielleicht. Das ist die einzige Lösung, die ich. Nee. Ich bin gerade 20 von 10 getriggert dazu. Sorry. Das ist so. Nee. Oh, danke, Burger. Rote. Also, ja, zu spät. Ich habe den zweiten roten gerade gewählt. Oh nein, das tut mir leid. Hallöchen, Saibi. Okay. Wir schaffen das trotzdem noch. Ich glaube an uns. Ja, schau dir mal die Liste an. Da ist jetzt auf jeden Fall noch einiges möglich. Geht's dir gut, Saibi? Mir geht's gut. Oh Moment, war ich gemeint? Nein. Sorry. Alles gut. Aber geht's dir gut? Hast du die Wohnung gut umgeräumt? Ich habe Wäsche aufgehängt. Nicht in der Wohnung, aber hat gut geklappt. Ah, okay. So, ich brauche einen Begriff für Wörter, die man nicht fehlinterpretieren kann. Also ich weiß ja nicht, Sabi, kennst du den neuen Körperteil Prinzessin? Natürlich. Okay, gut. Das ist so ein Frauending. Gut, muss ich nicht verstehen. Wohlfühlen hätte Kaffee ist schon verständlich. Ich glaube, Oase ist noch ein guter Guess an der Stelle. Ja, hatte ich auch. Hatte ich angeklickt. Habe mich dann anders entschieden. Verständlich. In der Liste steht ja nur, dass ich Kaffee angetippt habe, gar nicht, dass ich was falsch angeklickt habe, ne? Habe ich nämlich falsch angetippt. Ja, Kaffee war ja falsch. Da ist ja voll beischöner Zug dann. Ja, sorry. Den habe ich übersehen, Scorpi. Wohnung war unserer, das ist ja stark. Den habe ich übersehen. Aus.
Ah, endlich wird mal was zurückgegeben. Ja, die Runde ist so alle für einen und alle einer für alle. Genau. Wir sind alle Verlierer und Gewinner gleichzeitig. Ich glaub, Bergbauer könnte der Leiter sein. Weil bei... Warum Bauer und nicht Bergbau? Da ist noch ein Mensch mit gemeint. Mari übersieht in der Runde alles. Ja. Ich troll zurück, Scorpi. Was? Was bei Falschgeld Blüte übersehen? Was? Das war doch kein Übersehen von Scorpion. Vielleicht kannte sie den Begriff auch nicht. Kann ja auch sein. Ja. Wenn man den nicht kennt, ist es sehr schwer, das miteinander in Verbindung zu bringen. Das ist in Ordnung. Deswegen habe ich ja Pflanze dann anschließend genommen. Das gute alte Steinzeitgetreide. Jeden Morgen kommt es auf den Tisch. Bisschen Milch. Bisschen Eier, bisschen Mehl. Ja. Lasagne. Ja. Fräulein Rummeckerin. Das ist aber ein Wort, was man so nicht nennen darf. Das habe ich akustisch nicht gehört. Das ist okay. Aber wir können nicht fertig werden. Ja, dann sind sie drei, oder? Ja, wir können fertig werden. Achso, wir können fertig werden. Ich bin dumm. Ja. Ich hab die drei als vier interpretiert, die wir noch haben. Ja, sieht ähnlich aus. Also Mammut und Sichel würde ich jetzt sofort anklicken. Ja, aber was von beidem ist dann noch Wohlfühl? Weil da fehlen ja zwei eigentlich, oder? Na, vielleicht war der Harz noch ein Wohlfühlort, wer weiß. Bergbauer. Bergbauer ist ja theoretisch noch einer offen. Das ist kein Wort. Sichel auch nicht unbedingt abgedeckt. Lasagne Steinzeitgetreide ist kein Wort. Beim Wohlfühlen... Aber nee, doch, der Bauer ist die Sichel. Der Bauer ist die Sichel. Ah, ja, okay, cool. Sehr gut. Sehr gut. Wodurch wir die Leiter ausschließen können und tendenziell zum Wohlfühlort. Zum Wohlfühlort gehen, was dann wiederum die Oase ist, ne? Vielleicht ist Wohlfühlen auch einfach ein Mammut, wenn man es schön streicheln kann. Also das Wort Steinzeitgetreide gibt es nicht, nur weil es Einträge dazu gibt, heißt das noch lange nicht, dass das ein Wort ist. Steht allerdings auch Wohlfühlen und nicht Wohlfühlort, ne? Mit Wohlfühlort wäre es deutlich präziser und einfacher gewesen. Und jemand, der Steinzeitgetreide nimmt, kann auch Wohlfühlort nehmen.
fühlen. Ja, also ich meine, Schuppen fühlen sich nicht schön an. Nicht das Gebäude und nicht die Fische. Den Bogen sehe ich nicht. Gibt's ein Wohl? Nee, Wohlfühlen sehe ich ausschließlich Oase. Ja, muss eigentlich sein, oder? Ganz kurz nochmal bitte. Mein Google ist da anders drauf. Von den beiden. Wohnung war bei Wohlfühlen mein zweites, was ich nach Kaffee nehmen wollte. Dann ist es ja auch ist einmal weg. Aber ja, doch. Ja, dann ist es Wohnung und Oase. Dann war Wohnung bestimmt gemeint mit Wohlfühlen. Genau, aber halt nicht das Mammut, das wäre weit weg. Ja, ich habe die Wohnung nicht bemerkt, weil wir die nicht geklickt hatten. Ja, wollen wir die Oase nehmen? Ich glaube nicht, dass es noch was anderes ist. Und wenn doch, dann ist nicht so schlimm. Die machen ja wahrscheinlich keinen Dreier jetzt. Ja, einzig, wenn wir jetzt Rot oder Schwarz treffen, ist halt mies, ne? Die Frage ist, schaffen die ihre drei? Was haben die denn noch offen? Noch ein Hochhaus. Das ist weg. Noch ein Körperteil. Noch eine Pflanze. Ich glaube nicht, dass die ihre drei schaffen, aber ich würde trotzdem auf Oase klicken. Ja, komm auf. Go for it. GG. Oh, jawohl. Oh Gott, Leiter. Ich nehme alles. Also bei Falschgeld hatte ich Transporter und Blüte gedacht. Bei Pflanze hatte ich dann Blüte, Bogen und Kaffee genannt. Das war um die Ecke gedacht, weil es gibt einen Bogenhanf. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Bei Körperteil dachte ich natürlich an Prinzessin. Voll und ganz. Da dachte ich dann auch an Bogen, den Ellenbogen. Meinetwegen hätte ich noch Schuppen dazu genommen, weil wegen Fallen vom Kopf runter oder von der Haut, Hautschuppen. Und eben Skelett. Bei Hochhaus war es der Wolkenkratzer und die Feuerleiter, die immer an Hochhäusern außen dran ist. Das war um die Ecke gedacht. Und die letzten drei hätte ich nicht zusammengebracht. Zwei vielleicht durch Rohr. Wegen Rohrbogen und Rohrleiter. Aber ein Schuppen, ne. Eine Chance. Ja, aber hätte ich Drache zum Beispiel genommen, dann hätte ich Prinzessin voll und ganz verstanden. Auch wenn Bowser kein Drache ist. Hallöchen, Nika. So, wenn Leute mitspielen möchten...